Ich muss nach Kongo fahren und dort ist es immer heiß. Und mit der Sonne sieht man immer, man freut sich immer. Ja, ich bin Frau Dr. Miranda Ndula. Ja, und ich fahre nach Kongo als Epidemiologin in Kinshasa. Ja, ich war schon mal im Kongo, aber das war im Südkongo. Dieses Mal es ist es in Hauptstadt von Kongo, das ist Kinshasa. Das bedeutet, ich sehe viele schöne Orte. Meine letzte Besuch, das war in einem Dorf, typisches Dorf. Und keine Energie dort oder keine richtige. Es gibt keine Autobahn oder Bundesstraße auch nicht. Aber dieses Mal in Hauptstadt von Kongo, das ist ein bisschen hohes Niveau. Ja, ich freue mich weiter in meiner Kindheit. Ich helfe gerne Leute, die in Not sind. Und meine Arbeit bei Ärzte ohne Grenzen, das hilft mir, diese Gefühl weiter zu erfahren. Mein Projekt ist 9 Monate lang. Ah, meine Essen, ich mache immer gerne mein Essen. Typische afrikanische Essen, verschiedene Gemüse, zum Beispiel Pounded Yam. Und das bleibt immer erste Stelle und an zweiter Stelle meine Jeanshose. Ich habe schon meine Koffer vorbereitet, aber es ist immer noch leer. Ich würde meine Tochter vermissen, aber sie hat mich selber auch geschickt nach Afrika. Sie sagt, Mama, du musst andere Leute helfen. Meine Tochter ist 12 Jahre alt. Sie ist schon in der 8. Klasse und sie ist sehr lieb. Ja, ich freue mich meistens, wenn ich mit Leuten, die nicht bekannt zu mir sind, arbeite zusammen oder leben zusammen. Ich freue mich sehr. Ja, ich habe Angst, wenn Teamfähigkeit nicht gut ist und dann das macht das Leben zur Hölle. Aber wenn es gibt gute Teamfähigkeit, das wäre gut. Ich hoffe, dass meine Team wäre gut. Expert-Team, genau wie meine Arbeitsteam auch. Ja, zu dem Publikum sage ich, wenn du die Möglichkeit hast, kannst du bitte mit MSF arbeiten. Sie helfen sehr gerne die Leute im Notfall und sie machen sehr gute Arbeit.